Herzlich willkommen zu diesem Video zum sogenannten Selection Sorts Verfahren. Es handelt sich hier um einen Algorithmus, das heißt um einen Lösungsweg, wie man Zahlen sortieren kann. In dem Fall hier von der kleinsten bis zur größten. Links soll die kleinste Zahl stehen und rechts die größte Zahl. Wir haben hier eine Reihe von Zahlen, 9, 1, 5, 4, 0. Und die möchte ich jetzt hier mit diesem Selection Sorts Verfahren sortieren. Selection kommt aus dem Englischen und heißt so viel wie Auswahl. Sort kommt von Sortieren. Im ersten Durchgang, das heißt beim ersten Mal, wenn hier sortiert wird, suche ich mir die kleinste Zahl aus. Das ist das Besondere diesem Selection Sort Verfahren. Ich schaue mir das jetzt einmal an und überlege dann, was könnte die kleinste Zahl sein. Die wird sicherlich schon spontan aufgefallen sein, dass das natürlich hier 0 ist. Computer hat aber nicht gleich hier diese Auffassungsgabe, dass er gleich hier die herausfindet, sondern wir wollen es ja mit diesem Verfahren machen. Ich gehe es jetzt einmal durch und da geht es ums Vergleichen. Und die erste Zahl, die ich mir anschaue, ist die 9. Die ist jetzt momentan meine kleinste Zahl. Dann komme ich aber schon zum 1er. Der 1 ist klein. Ich rücke jetzt einmal herauf. Er merkt sich, dass das momentan die kleinste Zahl ist. Vergleicht sie mit 5. 5 ist größer, also 1 bleibt weiterhin die kleinste Zahl. Dann mit 4. 1 ist ebenfalls kleiner als 4. Das bleibt ebenfalls halten. Aber dann kommt er hier zur letzten Zahl in dieser Reihe und das ist der Nuller. 0 ist also kleiner als 1. Deswegen rücke ich hier den 1 wieder herunter. Und das Besondere hier bei diesem Selection-Sort-Verfahren ist, dass diese kleinste Zahl, die wir hier haben, in dem Fall hier der Nuller, der wird mit der ersten Zahl getauscht. Also die erste Zahl ist hier der Neuner. Ich gebe den Neuner jetzt hier ans Ende. Ich tausche das also hier und drücke jetzt hier den Nuller hin. Jetzt wissen wir, dass der Nuller die kleinste Zahl von dieser Reihe ist. Das heißt, den Nuller müssen wir in dieser Reihe dann nicht mehr später tauschen. Wir können dann praktisch hier, und das zeichne ich jetzt hier durch diesen roten senkrechten Strich an, reicht es, wenn wir diese restlichen Zahlen vergleichen. Das ist hiermit gemeint, wenn ich hier schreibe, wiederhole die Schritte 1 bis 2 und das erste Element des vorigen Durchgangs, das heißt, es ist der Nuller, muss nicht mehr verglichen werden. Jetzt vergleichen wir hier weiter. 1, die Zahl 1, drücke ich jetzt nach oben, ist momentan die kleinste Zahl. Dann der 5 habe ich jetzt verglichen, 1 bleibt weiterhin die kleinste Zahl, 4 ist größer als 1, 1 kann da bleiben und 9 ist ebenfalls mehr. Also kann ich den 1 hier an dieser Stelle belassen. Und drücke jetzt hier mit dieser senkrechten Linie nach rechts. Das heißt, die 0 und 1 muss ich nicht mehr vergleichen. Jetzt gehe ich weiter voran, habe meinen Fünfer. Der Fünfer ist momentan die kleinste Zahl in meinem Vergleich. Komme aber dann schon zum Vierer und merke, dass der Vierer dementsprechend kleiner ist. Merke mir den Vierer, setze den Fünfer wieder herunter. Vergleiche jetzt mit dem Neuner den Vierer und merke dann, dass der Vierer kleiner ist. Und nicht schwer zu erraten. Ich tausche wieder dann die Vierer mit der kleinsten Zahl. Setze also den Fünfer jetzt hier an die Stelle, wo vorher der Vierer gestanden ist. Nehme dann den Vierer und setze den Vierer dann an diese Stelle hier. Den Vierer muss ich dann nicht mehr vergleichen. Das kennzeichne ich jetzt mit dieser senkrechten roten Linie. Also 0, 1 und 4 müssen nicht mehr verglichen werden. Ich habe jetzt hier 5 und 9 zu vergleichen. 5 ist momentan die kleinste Zahl. Vergleiche sie mit 9 und das passt auch soweit. Habe also dann hier den Fünfer, drücke hier wieder mit dem senkrechten Strich nach unten, müsste nur noch den Neuner vergleichen, den kann man nur mit sich selber vergleichen. Und somit habe ich dann hier diesen Vergleich mit Hilfe des Selection Sort Verfahrens abgeschlossen. Soweit also zum Selection Sort Verfahren.